Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich eine ganz besondere und große Freude, Sie zu unserem Online-Kolloquium Archäologische Welterbestätten grenzüberschreitend konservieren, kommunizieren, kooperieren, begrüßen zu dürfen. Leider können wir uns ja nicht physisch auf der wunderbaren und so wichtigen Denkmalmesse in Leipzig treffen, sondern müssen pandemiebedingt uns hier virtuell darüber verständigen, wie wir zukünftig gemeinsam mit dem archäologischen Welterbe umgehen können und den Schutz, aber auch die Vermittlung und den Erhalt des Welterbes verbessern zu können. Erlauben Sie mir einige einführende Worte, bevor ich die einzelnen Sektionen einführen werde zu dem Thema des Welterbes. Das Welterbe oder die Idee des Welterbes entstand ja in einem Moment, in dem in Ägypten bedeutende Monumente am Nil, im Niltal, durch den Bau des Aswan-Staudamms bedroht wurden. Damals fand sich die Weltengemeinschaft dazu zusammen, das kulturelle Erbe dieser Region zu erhalten. Der ägyptische Staat bat um Hilfe. Und diese Aktivitäten, dieses weltweite sich kümmern, das weltweite Engagement führte letztlich am Ende zu dem berühmten und wichtigen UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Natur- und Kulturerbes von 1972, in das als erstes in die Welterbeliste Abu Simbel, der berühmte Tempel, eingeschrieben worden ist. Vittorino Veronese, der damalige Generaldirektor der UNESCO, hat damals die wichtigen Worte geprägt: Diese Kostbarkeiten gehören ja nicht nur den Nationen, die sie heute in Verwaltung haben. Die ganze Welt hat ein Anrecht auf ihre immerwährende Erhaltung. Vertrauensvoll lade ich deshalb Regierungen, Institutionen, öffentliche und private Stiftungen und alle Menschen guten Willens ein, ihren Teil zum Erfolg beizutragen. Das Welterbe, was heute wirklich weltumspannend definiert ist und das materielle und immaterielle Kulturerbe umfasst, das archäologische Welterbe ist nur eine Teilmenge des gesamten Welterbes, hat aber auch immer wieder Kritik auf sich gezogen. Diese Idee war zunächst auch eine eher asymmetrische Idee. Das wurde immer wieder beklagt, dass sehr viele Welterbestätten in Europa eingeschrieben sind, aber die Verteilung weltweit nicht gleich ist und identisch abläuft. Das Welterbe wurde aber auch kritisiert, weil die Zerstörungen, zum Beispiel durch den Islamischen Staat, sich gezielt gegen das Welterbe richteten, gegen Palmyra, aber auch andere bedeutende Stätten. Und so kam es dazu, dass man überdachte, ob das die Nominierung als Welterbe nicht nur Schutz ist, sondern ein Denkmal auch in besonderem Maße gefährden kann. Für unsere Thematik des archäologischen Welterbes ist aber noch eine andere Problematik von Bedeutung. Sie reicht zurück in eine Zeit, in der schon einmal das kulturelle Erbe in ganz besonderem Maße zerstört und beschädigt wurde, nämlich in die Zeit der Französischen Revolution. Damals beklagte Henri Jean-Baptiste Grégoire in Schriften an den Konvent in Paris, dass der Vandalismus, das Zerstören des kulturellen Erbes, aller Dinge, die mit dem Ancien Regime zusammenhingen, dazu führen würde, dass das gesamte kulturelle Erbe Frankreichs ausgelöscht würde, wenn alles, was irgendwie mit dem Vorgängerregime zu tun hatte, zerstört würde. Und so prägte er nicht nur den Begriff des Vandalismus, sondern er prägte auch die Idee des Erbes, des kulturellen Erbes einer Nation, eines Landes. Damit war in die Welt getreten, dass ein Land, eine Nation, Erbe sein kann der Kultur auf ihrem Gebiet. Und wir alle als Archäologen wissen, dass dies eine ausgesprochen komplexe Angelegenheit ist, weil, wenn man nur ein Beispiel nähme wie Karthago, ein Ort wie Karthago, gegründet durch phönizische Stadtstaaten der Levante, so oft in unterschiedliche Herrschafts- und Kulturbereiche eingebunden war, dass es gar nicht immer so leicht ist, dass ein Nationalstaat Erbe der Kultur auf seinem Gebiet ist, da diese Kultur auch mit anderen geteilt wird
Karthago war Teil des Imperium Romanum, des Umayyadenreiches, des Osmanischen Reiches, es war französisches Protektorat und wurde erst spät 1956 ein eigenständiger Staat. Diese Tatsache, dass eigentlich aus archäologischer Perspektive eine Nation in früheren Epochen Teil ganz unterschiedlicher Kulturen war, ist auch andersherum von ausgesprochener Wichtigkeit für unsere Thematik des archäologischen Welterbes, wenn man allein zum Beispiel an den römischen Limes denkt. Denn der ist auch nicht Teil oder ein kulturelles Denkmal eines Nationalstaates, sondern zieht sich, wie wir alle wissen, mehr oder weniger fast um das gesamte Mittelmeer herum und durchschneidet ganz Mittel- und Westeuropa. Und wir haben in diesem Limes ein Beispiel dafür, das uns auch gleich mitten in unsere Konferenz hineinführt, nämlich die Frage, wie wir gemeinsam mit kulturellem Erbe umgehen können. Zuvor erlauben Sie mir jedoch einen kleinen Ausflug, wiederum zum Limes, genauer gesagt zum Hadrianswall, der ein Phänomen erlebt, was viele Antiken erleben, nämlich, dass sie Orte werden einer Selfie-Kultur, ausgelöst durch Filme, aber auch Computerspiele und so weiter, wie Game of Thrones, gibt es einen Boom von Reisenden, die den Hadrianswall erklimmen, ihn dabei auch zum Einsturz bringen, um wunderbare Selfies von sich zu machen. Die Frage, wie der Tourismus auch dieser sehr spezifische, introvertierte Form des antiken Bekletterns, um schöne Bilder zu machen, den Antiken und den Orten zusetzt, wird immer wieder thematisiert. So schrieb 2018 jemand angesichts der Bilder von Touristenmassen in Santorin, wie viel Touristen kann eigentlich ein Land wie Griechenland, damals waren 32 Millionen Menschen, also Touristen, prognostiziert für das Jahr 2018 eigentlich vertragen. Und diese grundsätzliche Frage wird natürlich aktuell durch die Corona-Pandemie ad absurdum geführt oder völlig ausgehebelt. Aber sie ist eine grundsätzliche Frage, die natürlich uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Und so führt die Sektion 4 genau in dieses Thema ein, zu Tode geliebt letztlich, dass der Übertourismus, das im Grunde Überfülltsein archäologischer Stätten durch Touristen, die zu Beschädigungen beitragen, absurde Beispiele wie das Bild, was ein Tourist von sich machen ließ und dabei einem Gipsabguss die Füße abbrach, ist nur eines von vielen Beispielen, denn die Zerstörungen sind nicht gerade gering. Eine zweite Sektion führt in ein ganz anderes Thema ein, was uns aktuell ebenso beschäftigt, nämlich die Frage auch der Bedrohung des kulturellen Erbes, wie zum Beispiel durch den Klimawandel. Es gibt Simulationen, die auch von der UNESCO in Auftrag gegeben worden sind, was der Klimawandel und das Ansteigen des Meeresspiegels zum Beispiel für Welterbestätten am Mittelmeer bedeuten würde, welche Welterbestätten etwas Ähnliches erleben würden, was wir zum Beispiel von Venedig kennen, also eine Überflutung, vielleicht sogar eine vollständige Überflutung und einen vollständigen Verlust. Auch dieser Frage widmen wir uns, eine Frage, die in vielen Regionen eine ganz besondere Bedeutung erhält, in Regionen, in denen zum Beispiel durch das Auftauen des Permafrostes, die Küstenerosion, der Verlust von Kulturdenkmälern unglaubliche Geschwindigkeiten angenommen hat, sodass diese Fragestellung uns gleich zu der nächsten Fragestellung führt, nämlich der Frage, wie wir das kulturelle Erbe, wenn schon nicht, gegen diese irrsinnig schnellen Prozesse mit unseren Mitteln erhalten können, sondern es zumindest dokumentieren können, bevor es vollständig verloren geht. Denn, wie wir wissen, ist es nicht nur die Erosion der Küsten, sondern auch das Auftauen und das Vermodern, das Verfallen der Zeugnisse, die bis dahin zum Beispiel durch das Eis erhalten geblieben waren.
Wir widmen uns so dadurch her in Sektion 1 auch den Strategien, wie man auch kulturelles Erbe inventarisieren, erfassen kann und damit auch Grundlagen schafft, um es zu erhalten. Und man muss ganz offen zugeben, dass das kulturelle Erbe nicht in allen Staaten gleichermaßen dokumentiert ist. So setzt sich Sadamire jüngst dafür ein, dass es überhaupt so etwas gibt und etwas entwickelt wird, wie ein archäologischer Atlas oder ein Atlas der Kulturdenkmäler in Somaliland. Dort gibt es unglaublich viele, und die Karte zeigt nur einige der wenigen Denkmäler, unglaublich viele archäologische Monumente, von denen wir aber noch nicht einmal wissen, dass wir sie eigentlich auf eine Karte setzen müssten, in ein Denkmalregister aufnehmen müssten. Und dies führt auch zu Sektion 2, wo es ganz konkret auch um die Frage geht, wie wir das kulturelle Erbe erhalten und kommunizieren. Auf den Limes habe ich schon angespielt und habe beschrieben, dass dies eine besondere Herausforderung ist, weil dort kann nur eine größere Gemeinschaft von Staaten gemeinsam dazu beitragen, dieses bedeutende und eben riesige Denkmal auch zu erhalten und auch gemeinsam zu vermitteln. Denn Vermittlung ist, wie wir alle wissen, mit der beste Schutz für kulturelles Erbe. Dazu gehört auch ein Mechanismus, den wir auch in dieser Sektion diskutieren und besprechen werden, nämlich wie wir gemeinsame schaffen können in Krisensituationen, wie zum Beispiel nach der Explosion in Beirut, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützen zu können, um ihr kulturelles Erbe schnell zu dokumentieren und schnell zu sichern. Alles dies, was ich angesprochen habe, was wir auf der Tagung in den 4 Sektionen diskutieren werden, ist letztlich nur möglich, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten und zusammen uns Gedanken darüber machen, wie wir in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit zum Schutz, Erhalt und zur Vermittlung des kulturellen Erbes beitragen können. Und damit dies möglich ist, haben sich auch für diese, oder damit auch dies deutlich wird, haben sich für diese Konferenz ganz unterschiedliche Einrichtungen zusammengetan, um mit Ihnen allen zu diskutieren. Natürlich allen voran ICOMOS, das International Council on Monuments and Sites, das Deutsche Archäologische Institut, aber auch ganz bedeutend und wichtig der Deutsche Verband für Archäologie und das Archaeological Heritage Network. Partner sind aber auch ICAME, der Verband der Landesarchäologen, und gefördert wird diese Veranstaltung, die im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands stattfindet, von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und über das ARCHERNET auch durch das Auswärtige Amt. Ich wünsche uns allen und Ihnen sehr viel Freude bei dieser Konferenz, sehr wichtige Diskussion, und ich hoffe, Ergebnisse, die uns in unserer Zusammenarbeit voranbringen und entsprechend in eine positive Zukunft führen, eines gemeinsamen Schutzes des kulturellen Erbes, des Welterbes. Ich danke Ihnen sehr und übergebe an Alfred Wiczorek, an den Präsidenten des Deutschen Verbandes der Archäologie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie hören jetzt Grußworte, wie Frau Fless das zum einen schon gesagt hat, von Herrn Alfred Wiczorek, dem Präsidenten des Deutschen Verbandes für Archäologie, und anschließend von Sebastian Sommer, Mitglied des International Council of Archaeological Heritage Management, eine Scientific Committee von ICOMOS International. Herr Wiczorek. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kollege Wiegenhardt, liebe Frau Fless, lieber Herr Präsident Haspel, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja, wenn wir das Thema Welterbestätten ansprechen und die Kulturgüter als Ganzes, wie es Frau Fless eben getan hat, auch in ihrer Bedrohung uns anschauen, dann sind wir immer noch in einer Phase neuer Bedrohungen, die immer wieder auftreten können. Wir schauen gerne zunächst
zunächst einmal in den vorderen Orient oder nach Afrika oder nach Asien, vergessen dabei allerdings, dass wir auch in Europa diese Bedrohungen für das kulturelle Erbe immer wieder auch erlebt haben, zuletzt ganz groß und umfänglich mit den Jugoslawienkriegen seit dem Jahr 1991 beginnend. Und wir haben auch immer wieder festzustellen, dass wir neue Diskussionen bekommen, die aus dem politischen Zeitgeist heraus entstehen, dass man sich die Frage stellt, will man dieses oder jenes Denkmal, will man jene Installation an einer Kirche tatsächlich noch so beibehalten, nur dieses als Beispiel genannt, oder möchte man sie doch entfernen? Wir müssen an unsere, in Deutschland, an unsere jüngste Vergangenheit denken, als nach dem Ende der DDR und dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland fast flächendeckend bis auf Chemnitz die Denkmale der DDR verloren gegangen sind oder vergraben worden sind und wir auch jetzt erst wieder daran gehen, diese Dinge nach vorne zu holen und ihrer zu gedenken. Sie sind ja nicht nur Denkmale, sie sind auch Mahnmale und diese Mahnmale sollten vielleicht vernünftig gekennzeichnet sein, aber wir sollten vorsichtig damit sein, sie jeweils auch zu verstecken oder gänzlich zu zerstören. Das ist in der Französischen Revolution, Frau Fless hat es eben bemerkt, schon geschehen. Es passiert aber eben halt nicht nur, dass wir solche Zerstörungsakte im Vorderen Orient finden. Ich selber habe häufig und immer wieder Aleppo besuchen dürfen und auch Palmyra. Und es sind Begeisterungsorte für mich persönlich, aber ich denke für ganz viele Menschen. Und wir freuen uns darauf, dass diese Orte eines Tages wieder erstehen können. Wir sollten aber eben auch wachsam in unseren eigenen Ländern sein, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass Dinge unwiederbringlich verloren gehen. Der illegale Handel mit Antiken ist ja ebenfalls ein wesentlicher Aspekt, der leider auch immer noch in Deutschland eine große Rolle spielt und wir ihn nicht wirklich in einer komplett effektiven Art und Weise bekämpfen können. Hier ist schon viel verbessert, das kann man durchaus sagen, aber auch hier in diesem Zusammenhang haben wir durchaus noch Nachholbedarf und werden uns dafür einsetzen müssen, in der Zukunft das eine oder andere noch tun zu müssen. Und das Thema Overtourism, Frau Fless hat es angesprochen, und auch das Thema Klimawandel sind alles Dinge, die uns als neue Erscheinungen, als neue Bedrohungen, eine Vielfalt von Aufgaben für die Zukunft bescheren. Umso mehr freue ich mich, dass mit Konferenzen dieser Art, die sich nicht einfach ausbremsen lassen durch eine Pandemie, wir ein Stück weit an diesen Fragestellungen vorankommen können und wir die Hoffnung haben dürfen, dass wir eines Tages, vielleicht nicht in diesem Jahr mehr und vielleicht auch nicht im nächsten Jahr, aber dann doch später wieder uns gemeinsam auch zusammenfinden können in einer anderen Form, dass wir direkt im Gespräch miteinander die Dinge werden klären können. Und so wünsche ich jetzt dieser Veranstaltung einen guten Verlauf und viele hilfreiche neue Erkenntnisse für die Zukunft. Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie auch hier aus Süddeutschland. Ich freue mich sehr, ein kurzes Grußwort für ICAM, International Committee on Archaeological Heritage Management, zu sprechen. Diese Organisation ist ja in Deutschland bisher eigentlich eher unbekannt, vielleicht in anderen Ländern sehr viel mehr von Relevanz. Aber wir sollten diese
Gruppe nicht vergessen. Im Gegenteil, mit ihrer Gründung 1985 auf der Basis der ICOMOS-Satzung mit dem Ziel der Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Management von Bodendenkmälern, denke ich, ist das die richtige Gruppe, um unser Thema heute und morgen auch zu begleiten. ICAM will ein Forum sein für den Erfahrungsaustausch, für Ideen, für die Kenntnis, für Forschungsergebnisse, nicht nur für Professionelle und Wissenschaftler, sondern auch für Entscheidungsträger. Ein ganz wesentlicher Punkt in den Aufgaben von ICAM ist das Verständnis der Bedeutung des archäologischen Erbes in der Öffentlichkeit und bei Regierungseinrichtungen zu fördern. Das soll unter anderem auch durch, oder man hat als Zielsetzung auch die systematische Erfassung des archäologischen Erbes in der Welt. Das soll unterstützt werden. Frau Fless hat ja auf die Problematik schon hingewiesen, dass wir nicht überall so gute Inventare unserer Bodendenkmäler haben, wie zum Beispiel hier in Deutschland. ICAM will weiterhin Expertenunterstützung für ICOMOS bieten, zum Beispiel bei der Evaluation von Welterbeanträgen. Es will auch Strategien für das Management des archäologischen Erbes, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, entwickeln und das insbesondere durch interdisziplinäres Arbeiten, die Weiterentwicklung von archäologischen Methoden und Standards und aber auch der Schaffung und Formulierung von Ausbildungsstandards für archäologische Erbemanager zu unterstützen. ICAM rekrutiert sich aus dem Kreis der ICOMOS-Mitglieder, einerseits als Expertenmitglieder mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung, aber auch über sogenannte Associated-Mitglieder, die nicht so tief in der Materie drin sind. Mit diesen Zielrichtungen, mit dieser Ausrichtung begrüßt ICAM als Teil von ICOMOS diese Konferenz besonders und dankt den Organisatoren und Referentinnen und Referentinnen, aber auch Ihnen für Ihr Interesse. Ich glaube, ich habe vergessen, am Anfang die Grüße des Präsidenten John Peterson auszurichten, der sich versuchen wird, zeitweise auch zuzuschalten. Er hat ein besonderes zeitliches Problem, da er in den Philippinen sitzt. Aber ich denke, wir werden ihn auch zum Teil bei unserem Programm haben. Ich möchte aber nicht versäumen, diese Gelegenheit zu nutzen, auch Sie einzuladen, durch Ihre Mitgliedschaft bei ICOMOS bzw. nachfolgend ICAM, ich betone ohne zusätzliche Kosten, die Sache des archäologischen Heritage Managements zu unterstützen. Ich wünsche uns nun eine interessante, spannende Konferenz und vielleicht auch den einen oder anderen Austausch über Chat und die Diskussion. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Stefan Winghardt. Ich bin im Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS für die Archäologie verantwortlich. Und ich werde Sie durch diese erste Sektion Strategien zur Erfassung und Erhalt von tatsächlichem und potenziellem archäologischen Welterbe führen. Ich darf als ersten Vortrag dieser heutigen Sitzung einen Vortrag von Herrn Mahmoud Suleiman Bajir und von Frau Alexandra Riedel ankündigen. Einen Vortrag zur Welterbestätte Island of Meroe im Sudan, Strategien zur Erfassung und Erhalt. Herr Mahmoud Suleiman Bajir studierte an der Dongola-Universität, an der Khartoum-Universität und am Institut für Archäologie der Universität Bergen. Er absolvierte ein High-Diploma in Folklore sowie ein MA und ein PhD in Archäologie. Im Juli 1998 ging er als Antikendienstinspektor an die Landesdenkmalbehörde des Sudan, dem National Corporation of Antiquities and Museums. Er nahm an verschiedenen Surveys und Ausgrabungen im Sudan teil und leitete eine Vielzahl an Not- und Rettungsgrabungen. Inzwischen ist Herr Bajir
Resident ist der Bashir, Regional Director of Antiquities of the River Nile State und Residence Manager of the Island of Meroe World Heritage. Darüber hinaus leitete er zusammen mit Frau Riedel die Qatari Mission for the Pyramids of the Sudan in der Welterbestätte Meroe und er ist Co-Direktor der archäologischen Arbeiten an der antiken Stätte Langeil. Frau Riedel, die den Vortrag von Herrn Bashir, der uns heute nicht zugestaltet sein wird, vortragen wird und mit Herrn Bashir zusammenarbeitet, ist Architektin und Bauforscherin. Ihr Interesse gilt vor allen Dingen den römischen, antiken römischen und meroitischen Bau- und Stadtbaugeschichte sowie dem Schutz und dem Erhalt von Kulturerbe. Nach dem Studium in Cottbus und Dublin lehrte Alexandra Riedel als wissenschaftliche Assistentin Baugeschichte und Baudokumentation an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Sie war bei verschiedenen archäologischen Ausgrabungen und Dokumentationsprojekten im Sudan, in Italien, in Jordanien und in der Türkei tätig. Seit 2013 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Frau Riedel ist die Koordinatorin des Archaeological Heritage Networks. Darüber hinaus leitet sie zusammen mit Herrn Bashir die Qatari Mission for the Pyramids of Sudan in der Welterbestätte Meroe. Und sie leitet ebenfalls die Konservierung dieses Projektes. Frau Riedel, wir sind schon sehr gespannt auf diesen sozusagen Doppelvortrag. Ich darf Sie ums Wort bitten. Herr Wingert, besten Dank. Bevor ich anfange, soll ich Sie noch ganz herzlich von meinem Kollegen Mahmoud Süleyman Bashir grüßen. Herr Bashir begleitet gerade eine UNESCO-Delegation im Sudan zu den Welterbestätten, also ist gerade richtig am Werk sozusagen. Sie begutachten gerade die Schäden des Nilhochwassers, das sich ja im September dort einen extremen Höchststand erreicht und zu einigen Schäden führte. Und wir hoffen, dass das jetzt demnächst alles gut im Griff ist. Damit möchte ich auch mit meinem Vortrag beginnen und gleich als ersten Vortrag hier unserer Tagung möchte ich Sie in die kuschitische Hauptstadt Meroe mit in den Sudan nehmen und von Strategien zur Erfassung und Erhalt der Monumente der Welterbe berichten. Strategien und Wege, die wir in enger Kooperation zwischen der verantwortlichen sudanesischen Denkmalbehörde, der National Corporation for Antiquities and Museums, NCA, und internationalen Forschungsinstituten wie dem DAI und Qatar Museums sowie dem Qatar Sudan Archaeological Project für Meroe gemeinsam entwickelt haben. Und natürlich sind wir weiterhin kräftig am Werk. Der Sudan ist eines der größten Länder Afrikas und besitzt zahlreiche archäologische Stätten, deren Erforschung und auch deren Erfassung meist noch ganz am Anfang steht. 8 dieser Stätten haben Welterbestatus. Sie wurden in 2 Serial Nominations in die Welterbeliste aufgenommen. Im Jahr 2003 der Jebel Barakal und die Sites der Napatan Region und 2011 die archäologischen Stätten der Island of Meroe. Darüber hinaus stehen mit Suaken, Kerma und Old Dongola 3 weitere wichtige Kulturstätten auf der Tentative List. Verantwortlich für all diese Stätten und für alle weiteren Denkmäler ist die National Corporation of Antiquities and Museums. Meroe mit seinen 3 Pyramidenfriedhöfen ist die wohl bekannteste archäologische Stätte des Sudan und eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. Die antike Hauptstadt liegt am Ostufer des Nils in einer eher grünen Flusslandschaft. In ca. 4 Kilometer Entfernung am Rande der Halbwüste befinden sich die Königsfriedhöfe auf den ersten Plateaubergen. Das Interesse der sudanesischen Bevölkerung an ihrem Kulturerbe ist groß und erlebte durch die Revolution in den letzten Jahren im Sudan noch eine Steigerung. Die neue Regierung stellt sich gerne in die Tradition der großen antiken Reiche und die starken meroitischen Königin, die sogenannten Kandaken, wurden zu einem Symbol der Revolution. Meroe erlebt seit den letzten Jahren einen enormen Anstieg, vor allem sudanesischer, aber auch internationaler Besucher. Dass dieses gesteigerte Interesse aber auch eine Herausforderung für die Städte darstellt, ist offensichtlich. Touristen schreiben ihre Namen in die antiken Reliefs oder klettern auf die Pyramiden und gefährden damit sich und die Monumente. Die Mitarbeiter des sudanesischen Antikendienstes begleiten zwar die großen Touristengruppen, geben selbst Führung oder stimmen sich mit den Reiseunternehmen ab,
aber aufgrund von Personalmangel, knapper finanzieller Ressourcen und auch aufgrund fehlenden Equipments und Know-hows können allgemein Maßnahmen zum Schutz und zum Zeitmanagement in MeroE nur notdürftig umgesetzt werden. Darüber hinaus drohen der Welterbestätte noch aus ganz anderen die Richtungen Gefahr. Moderne Landwirtschaft, Industrie, Minen und Siedlungen drängen immer weiter in die Core- und Bufferzone MeroEs ein. Bewässerungskanäle, Straßen, Pipelines und eine Eisenbahnstrecke durchziehen das Gelände und zerstören oft noch unbekannte Monumente und Siedlungsreste. Rettungsgrabung sowie die Vermessung, Ausweisung und Registrierung von antiken Städten in der bisher kaum erschlossenen Savanne werden zunehmend dringender. Aber auch das extreme Klima wie auch Klimaveränderungen bedrohen die Welterbestätten im Sudan. Anfang September verzeichnete Khartoum den höchsten Nilstand seit Beginn der Aufzeichnung. Die Nilflut überschwemmte den westlichen Teil der antiken Stadt Meroe. Paläste, Tempel, Wohnhäuser standen unter Wasser. Dank des umsichtigen Eingreifens der sudanesischen Kolleginnen und Kollegen konnten die Überschwemmungen eingedämmt werden. Und während die antike Stadt im wahrsten Sinne des Wortes im Wasser steht, leiden die Pyramiden am Rand der Halbwüste unter Sandanwehung. Desertifikationsprozesse in der Region führen seit den 1960er Jahren zur Bildung von Dünen im Gelände der Pyramiden. Der Sand in Verbindung mit dem ständig wehenden Wind wirkt wie ein Sandstrahlgebläse, das die antiken Oberflächen abreibt. Das Beispiel hier im Bild zeigt den Verlust von 90% des Reliefs einer Kapellenwand in nur 6 Jahren. All diese Gefahren, all diese Zerstörungen, die die Welterbestätte Meroe bedrohen, zeigen auch deutlich 3 grundlegende Prioritäten für das Zeitmanagement in Meroe auf. Erstens eine umfassende Dokumentation des Bestandes. Zweitens eine Erfassung und Registrierung aller Monumente und Sites. Und drittens den Erhalt bzw. die Konservierung der Städte. An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie können wir hier international grenzüberschreitend helfen? Wie können wir durch Kooperation konservieren und kommunizieren? Das DIE und seit 2015 auch Qatar Museums unterstützen mit Forschung und Entwicklungsprojekten das Zeitmanagement der Welterbestätte Meroe. In enger Kooperation mit dem sudanesischen Antikendienst, der National Corporation for Antiquities and Museums und insbesondere dem Zeitmanager Mahmoud Suleiman Bashir stimmen die Forschungsprojekte geplante Maßnahmen aufeinander ab, um langfristig ein stabiles und nachhaltiges Zeitmanagement aufzubauen. Dabei stand die Erforschung, der Erhalt sowie die touristische Erschließung Meroes im Vordergrund. Im Bereich der Pyramiden erfolgten als Beispiel grundlegende Dokumentationen im Rahmen der Qatari Mission for the Pyramids of Sudan. In 3 Genauigkeitsstufen wurden erstens das Areal, zweitens die Monumente und drittens Ausstattungen dokumentiert. Topografische Karten wurden erstellt, Geoprospektionen durchgeführt. In einem archäologischen Survey an den Pyramiden, wie auch im südlichen Bereich der antiken Städte und darüber hinaus im Projekt Hamadab, wurden alle Fundstätten erfasst und beschrieben. Auf der Gebäudeebene bei den Friedhöfen für die königlichen Pyramiden konnte eine Baudokumentation durchgeführt werden. Mittels einer Kombination aus Laserscanning und Structure from Motion erfolgte eine 3D-Gebäudeaufnahme von ca. 40 Pyramiden des Nord- und Südfriedhofes. Die außergewöhnlichen Kapellenreliefs, die schon die 3. Genauigkeitsstufe erfordern, wurden darüber hinaus detaillierter mit Structured Light Scanning erfasst. Alle Messdaten zusammengefügt, liegen nun die Architekturpläne für die ca. 40 Pyramiden des Nord- und Südfriedhofes fertig vor und werden sowohl für die Forschung wie auch für die Restaurierungsarbeiten und das Zeitmanagement genutzt. Für ca. 50 weitere Pyramiden des Westfriedhofes liegen bereits die 3D-Messdaten vor. In einer 3. und feinsten Detailstufe konnten alle Reliefs sämtlicher Pyramidenkapellen mit Structured Light Scanning gescannt sowie hochauflösend fotografiert werden. Eine vergleichbare Dokumentation erfolgte in einem Teilprojekt der Qatari Mission für einen großen Teil der historischen Graffiti an den Pyramiden- und Kapellenwänden. Ornamentierte Blöcke, die sich nicht mehr in situ befinden, wurden ebenfalls komplett erfasst und dokumentiert. Eine gezielte Nachgrabung und Neuuntersuchung für ausgewählte Monumente
rundete die grundlegende Dokumentation der Pyramidenfriedhöfe ab. Sie erlaubte neben dem Zugewinn für die Forschung auch eine Abschätzung, ob und inwieweit in diesem Fall hier eine der unterirdischen Grabkammern für Besucher geöffnet werden kann und welche restauratorischen Maßnahmen dafür notwendig sind. Die zweite Priorität auf der To-Do-Liste, die Erfassung und Registrierung aller Monumente und Sites, konnte ebenfalls in den letzten Jahren durch Kooperation mit Forschungsprojekten sukzessive angegangen werden. Ein wichtiger erster Schritt stellte die digitale Erschließung des Friedrich-Hinkel-Archivs dar, die zwischen 2014 und 2016 im DRI in Berlin gefördert von QSAP und dem Auswärtigen Amt erfolgte. Die Unterlagen des Archivs enthalten Materialien zu ca. 10.000 archäologischen Fundplätzen im Sudan vom Paläolithikum bis in die frühe Neuzeit. Topografische Karten, Zeichnungen und Bauaufnahmepläne, Schwarz-Weiß-Fotografien und Dias sowie Aufzeichnungen. Sie stellen eines der größten wissenschaftlichen Archive zum Sudan weltweit dar, welches nun für Forscher international und die sudanesischen Denkmalpfleger zugänglich und nutzbar sind. Darüber hinaus erfolgte die Repatriierung der digitalen Daten nach Khartoum inklusive der notwendigen Verwaltungssysteme, was den Grundstein zum Aufbau eines Denkmalregisters im Sudan bildet. 2017 konnte ein weiterer Baustein für das sudanesische Denkmalregister im Rahmen des Projektes Sudan Digital unterstützt vom Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes realisiert werden. Zusammen mit den zuständigen Kollegen des sudanesischen Antikendienstes oder eine auf die lokalen Bedürfnisse angepasste Datenbank basierend auf Aldai Field für ein nationales Denkmalregister entwickelt und die Datensätze aus dem Hinkel-Archiv sofort eingespielt. Schulungen zur Datenkuratierung und dem Aufbau eines Archivs für die sudanesischen Mitarbeiter folgten. Darauf aufbauend folgt nun der nächste Schritt für die Welterbestätte Meroe. In die Datenbank des nationalen Denkmalregisters fließen in diesem Jahr die ersten Projektdaten aus den Dokumentationsprojekten QMBS und Hamadab ein. Zusammen mit den sudanesischen Kollegen werden die Archivdaten von Friedrich Hinkel und für die Forschung erfassten Daten der letzten Jahre in einem nun entstehenden Meroe-Denkmalregister gebündelt. Sukzessive wird so ein Werkzeug für die Verwaltung der Welterbeschäde geschaffen, mit dem die zunehmenden Bedrohungen durch die urbane und industrielle Entwicklung evaluiert, beobachtet und darauf reagiert werden kann. Last but not least, noch etwas, der letzte Punkt in der To-Do-Liste. Begleitend zur Erforschung Meroes liegt und lag neben den Forschungsprojekten oder während der Forschungsprojekte auch immer ein Schwerpunkt auf der restauratorischen Bearbeitung der Monumente, also der Konservierung. Begleitend wurden immer die sudanesischen Kollegen des antiken Dienstes sofort in die Restaurierung der Monumente eingebunden, wie Sie hier im Bild auch sehr schön sehen, und konnten damit auch gleichzeitig weitergebildet und langsam an notwendige Maßnahmen herangeführt und sozusagen daran mitwirken. Dies betraf im Wesentlichen Projekte wie die Restaurierung der Pyramidenkapellen, die Restaurierung der Reliefs, aber auch den Abbau und Wiederaufbau einer gesamten Kapelle, die einsturzgefährdet war. In einem neuen Projekt, was in diesem Jahr gerade anläuft und ebenfalls vom DRI und auch vom Auswärtigen Amt unterstützt wird, dem Aufbau der Sudan-Restaurierungswerkstatt, geht es um die Weiterbildung und auch die Ausstattung des sudanesischen Antikendienstes oder der Restaurierungsabteilung, genauer gesagt, mit Equipment und Know-how sozusagen. Im Frühjahr konnte noch vor dem Lockdown eine Weiterbildungsmaßnahme direkt an den Pyramiden stattfinden, indem eine Gruppe Restauratoren, Archäologen, aber auch junger Kunststudenten, da es im Sudan kein Ausbildungsstudiengang gibt, weitergebildet werden im Bereich Restaurierung an den Pyramiden, um dort sozusagen eine kleine Restaurierungsbauhütte aufzubauen. Kollegen, die sich in den laufenden Jahren entweder schon beteiligt haben oder auch zukünftig weiter beteiligen wollen, wurden ausgebildet, um weiter in den Projekten aktiv zu werden und zu sein. Darüber hinaus konnten mehrere
Equipmentladungen oder Koffer mit Equipment an den antiken Dienst übergeben werden. Diese bleiben jetzt an den Pyramiden und stehen dort dem Team um Mahmud Süleyman Bashir zur Verfügung. Und auch hier im Bild der leitenden Restauratoren von sudanesischer Seite, Umeima Hasbawazul. Diese Kollegen können jetzt mit Material und mit der Weiterbildung von alleine dort die Sachen betreuen. Dass sich unsere Einbeziehung und Weiterbildungsmaßnahmen bereits gut gelohnt und ausgezahlt und Früchte tragen, zeigt sich jetzt an der gerade im September vorhandenen Notmaßnahme der Überflutung der westlichen Stadt. Einige Bereiche der Stadt waren betroffen. Hier im Bild auch die mehrere Bars, die durch eine aufwendige Skulpturen- und Ausstattungsprogramm gekennzeichnet sind. Mithilfe unserer Kollegen, die wir eben bereits involviert hatten in den Projekten, aber auch in den langen Jahren ausgebildet haben und Material dort abgegeben haben. Hier im Bild wieder Umeima Hasbawazul mit ihren Kollegen, konnte diese Maßnahme betreut über Fernbetreuung. Eine direkte Beteiligung unserer Projekte war ja nicht möglich aufgrund der Covid-19-Pandemie, aber über Skype, über Videotelefonie wurden die sudanesischen Kollegen begleitet und die Objekte aus den Rollbars konnten geborgen und gesichert werden. Dass diese Restaurierungsmaßnahmen, die an den Pyramiden und im gesamten Meroe ganz dringend notwendig sind, keine einfache Aufgabe ist, zeigen allein diese Bilder der Sanderosion. Und dort spielt wieder hinein, dass nur ein Long-Term-Planning, also ein langfristiger Aufbau des Antikendienstes, eine langfristige Ausbildung, wie wir sie in den letzten Jahren innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Meroe verfolgt haben, zu einem langfristigen Ergebnis führen können. Zusammen mit unseren Kollegen und eben vor allen Dingen Mahmud Süleyman Bashir bauen wir darauf auf und möchten, dass langfristig die Kollegen im Sudan diese Aufgaben selbstständig übernehmen und mit den Forschungsprojekten ergänzend für den Erhalt, die Dokumentation und auch die Konservierung ihrer Monumente wichtige Bestandteile leisten und eben auch komplett übernehmen können. Dass dabei immer wieder Forschungsprojekte natürlich Teile übernehmen, zeigen hier auch wieder Ergebnisse zu den Desertifikationsprozessen an den Pyramiden. Solche Sachen sind Teil der Forschungsprojekte und fließen natürlich wieder in das Zeitmanagement zurück und mit einzelnen Projektmaßnahmen wie Restaurierung, wie Dokumentation können diese dann zusammenspielen und ein langfristig nachhaltiges Zeitmanagement aufbauen. Wir wünschen uns natürlich für Meroe, dass wir das in den nächsten Jahren weiterhin schaffen und als Beispiel hier, dass wir auch so große Aufgaben wie die Bewältigung der Desertifikationsprozesse, der Ansammlung der Dünen gemeinsam mit den sudanesischen Kollegen und unter Mitwirkung aller Forschungsprojekte sozusagen grenzüberschreitend, kooperierend die Welterbe Meroe weiterhin schützen und konservieren können. Besten Dank. Ja, liebe Frau Riedl, wir danken Ihnen ganz herzlich für diese Einführung in eine faszinierende Denkmallandschaft, die den meisten von uns, nehme ich an, nicht bekannt sein wird, und ebenso natürlich für die Einführung in diese wirklich sehr elaborierten Strategien zu Erhalt und zur Erfassung. Ich denke, das war ein wirkliches Lehrbeispiel. Wir bleiben im Vorderen Orient und ich darf Ihnen Frau Iris Gerlach mit einem Referat zum Kulturerhalt im Jemen, der Ancient Yemen Digital Atlas, ankündigen. Frau Gerlach hat vorderasiatische und klassische Archäologie, Assyriologie und byzantinische Kunstgeschichte in Göttingen und München studiert, 1997 an der LMU in München promoviert. 1998 bis 2000
war sie Referentin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Institutes. Seit 2000 ist sie Leiterin der Außenstelle Sana'a der Orientabteilung des DAI. Sie leitet Forschungsprojekte im Jemen und in Äthiopien. Seit 2006 ist sie Sprecherin des Clusters Vier Heiligtümer des DAI. Seit 2011 zudem Koordinatorin verschiedener Kulturerhaltsprojekte im Jemen und in Äthiopien. Frau Gerlach nimmt Lehraufträge an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena wahr. Liebe Frau Gerlach, ich darf Sie um Ihr Referat bitten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, hier über die Kulturerhaltmaßnahmen der Außenstelle Sana'a im Jemen zu sprechen, ganz speziell über unseren Ancient Yemen Digital Atlas, und bin froh, dass wir auf diese Weise hier alle zusammenkommen. Im Süden der arabischen Halbinsel im heutigen Jemen herrscht seit Beginn des Krieges, wie Sie alle wissen, die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Zusätzlich zu den Kriegsschäden, die die Bevölkerung in dem nunmehr über 5 Jahre andauernden Konflikt schwer getroffen haben, verschlechtert die Covid-19-Pandemie die Situation erheblich. Die instabilen politischen Machtverhältnisse, Kampfhandlungen und die wirtschaftliche Krise führen in den verschiedenen Provinzen des Jemen aber nicht nur zu immer elenderen Lebensbedingungen, sondern auch zu einer zunehmenden Zerstörung des kulturellen Erbes. Dies erfolgt durch Luftangriffe, wie Sie hier sehen, Bodenkämpfe, Plünderungen, unautorisierte Baumaßnahmen sowie Raubgrabungen, die einhergehen mit einem immer größer werdenden illegalen Antikenhandel. Auch die jemenitischen Museen und ihre Sammlungen sind akut gefährdet. Sie werden geplündert oder durch Luftangriffe wie hier in Damar im zentralen Jemen komplett zerstört. Umweltkatastrophen, Frau Riedel ging da eben auch schon mal ein, wie die flutartigen Regenfälle in diesem Jahr, verursachen darüber hinaus einen enormen Schaden am Kulturerbe des Jemen. Sie sehen hier die Schäden in der UNESCO-Welterbestadt Sana'a sowie bei Amran unten links im Norden des Landes nach einem Dammbruch. Hinzu kommt, dass die Museumsbestände durch unsachgemäßes Magazinieren leiden. Dies betrifft insbesondere die etwa 140.000 Objekte umfassende Sammlung des Nationalmuseums in Sana'a. Wie in einigen anderen Museen des Landes wurden die Objekte, die Ausstellungsobjekte zum Schutz gegen Kriegsschäden, vor allem 2015, zwar in Magazine umgelagert, doch konnte dies aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen, entsprechendem Equipment und Fachwissen nur notdürftig umgesetzt werden. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Antikenbehörde versuchen das Schlimmste zu verhindern. Doch es fehlte ihnen die technische Ausstattung und auch zumindest in weiten Teilen das entsprechende Know-how. Zudem ist auch bei Staatsangestellten die Not groß. Zumindest im Norden des Landes werden hier seit über 3 Jahren keine Löhne mehr bezahlt. Seit 2013 unterstützen wir die jemenitische Antikenbehörde zum Schutz ihres Kulturerbes von Deutschland aus. Seit diesem Zeitpunkt ist es uns aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich, wie Sie das hier noch sehen, in den Jemen zu reisen, um wie zuvor vor Ort Capacity-Building-Maßnahmen durchzuführen. Aus diesem Grund kamen die Kollegen und Kolleginnen der Antikenbehörde aus allen Provinzen des Jemen zu uns und wurden in den unterschiedlichsten Themenbereichen geschult. Aber auch dies musste nun in diesem Jahr wegen der Pandemie verschoben werden. Wir erstellen derzeit diverse Schulungsfilme, um auf diesem Wege neben Skype, WhatsApp und so weiter Unterstützung zu leisten. Wie sehen darüber hinaus die Kulturerhaltmaßnahmen der Außenstelle Sana'a für den Jemen aus? Mit den verheerenden Zerstörungen 2015-16 vor allen Dingen haben wir finanziert vom Auswärtigen Amt zunächst technische Ausstattung wie Fotokameras, Computers, Solaranlagen bereitgestellt, um es den Kollegen und Kolleginnen im Land zumindest
weiter zu ermöglichen, die Zerstörung an den Fundplätzen, historischen Monumenten, Museumsbauten und so weiter zu dokumentieren, aber auch die noch existierenden Museumsbestände zu sichern und entsprechend zu archivieren. Mit dem Yemeni Museum at Risk Project unterstützen wir die jemenitische Antikenbehörde zudem bei einer Reorganisation ihrer Funddepots, einer sachgerechten Lagerung der Objekte sowie deren Dokumentation und digitale Inventarisierung. Letzteres ist besonders wichtig, da bisher Inventarlisten mit Objektdokumentation für die Sammlung nur teilweise vorliegen. Diese sind gerade in Krisenzeiten, in denen der Verlust zum Beispiel durch Plünderung oder Kriegsschäden droht, für die Identifikation verlorener Objekte natürlich unabdingbar. Das Projekt wurde ebenfalls zunächst vom Auswärtigen Amt finanziert und seit 2018 im Rahmen des Programms Patrimonies durch die Gerda-Henkel-Stiftung gefördert. Seit wenigen Tagen können wir mit Hilfe der Alle Foundation unsere Maßnahmen im Nationalmuseum Sana auch in den nächsten 3 Jahren intensivieren und auf 4 weitere Museen ausweiten. Auf das engste mit dem Projekt Yemeni Museums at Risk verknüpft, ist das ebenfalls durch das Auswärtige Amt und mit DRI-Mitteln seit diesem Jahr geförderte Projekt Virtual Museum Yemen. Wir alle kennen die immer vielfältigeren virtuellen Museumsrundgänge, die auch gleichzeitig Ausstellungsobjekte präsentieren. Wir konzentrieren uns in dieser ersten Phase auf Letzteres, also auf diese Präsentation der Ausstellungsobjekte, um zunächst die bestmögliche Objektdokumentation zu erstellen. Gemeinsam mit dem Department für Geodäsie und Geoinformatik der Hafen-City-Universität Hamburg ist das Ziel, die gefährdeten Museumssammlungen des Jemen mit dem Dense-Image-Matching-Verfahren aufzunehmen und mit umfassenden Informationen zu verlinken. Neben der Datengewinnung lassen sich beschädigte Objekte so zunächst per Ferndiagnose besser begutachten, gegebenenfalls restaurieren sowie bei möglichen Verlusten durch Kriegsschäden oder Ähnlichem reproduzieren. In einem ersten Schritt werden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Antikenbehörde des Jemen in Techniken der Fotogrammetrie geschult, um so Kapazitäten und Kompetenzen vor Ort zu schaffen. Langfristig kann er jedem so in die Lage versetzt werden, seine Museen der Öffentlichkeit auch in Form von virtuellen Museen zu präsentieren. Kommen wir nun zum Ancient Yemen Digital Atlas, kurz AIDA, der sozusagen als Schirm alle Kulturerhaltmaßnahmen der Außenstelle Sana umschließt und mit Mitteln des Kulturerhaltprogramms des Auswärtigen Amtes finanziert wird. Der für die jemenitische Antikenbehörde entwickelte englisch-arabischsprachige Atlas erfasst den Denkmalbestand sowie die antiken Fundstellen des Jemen und darüber hinaus der Archivierung verschiedener archäologischer Forschungsdaten in einem webbasierten Archäologische Fundorte, Denkmäler und südarabische Antiken werden dabei über verschiedene Datenbanken, etwa mit historisch, archäologisch und konservatorisch relevanten Daten sowie Informationen aus dem Antikenhandel verknüpft. Da die Antikenbehörde bislang noch keinen systematischen Bestandskatalog seiner Fundplätze besitzt, übernimmt der Atlas auch die Funktion eines Denkmalregisters. Die bislang 26.000 aufgenommenen Fundorte werden dabei über Luft- und Satellitenbildauswertung identifiziert und über eine digitale Kartierung von örtlich verifizierten Daten erfasst. Es handelt sich also nicht um ein reines Remote-Sensing, sondern um die teilweise recht aufwendige Lokalisierung von Fundplätzen durch den Abgleich mit Forschungsdaten und wenn möglich durch vor Ort aufgenommenes Fundmaterial. Hauptaufgabe von AIDA ist gerade in den Krisenzeiten das Monitoring des jemenitischen Kulturerbes. Der digitale Atlas erlaubt die regelmäßige Beobachtung von Fundstätten
und die Dokumentation von Schäden und ihren möglichen Ursachen. Gemeinsam mit der jemenitischen Antikenbehörde wird das Ausmaß der Schäden eingeschätzt und gegebenenfalls ein vorläufiger Plan für spätere Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten entworfen. So belegte zum Beispiel die Analyse zeitlich variierender Luft- und Satellitenbilder kombiniert mit Datenvergleichen aus dem 40-jährigen Forschungsarchiv der Außenstelle Sana, dass in der sabäischen Hauptstadt Mareb, Sie sehen sie hier im Bild, damit begonnen wurde, das gesamte antike Stadtgebiet, hier rot nochmal markiert, neu zu besiedeln und damit eine der wichtigsten südarabischen Städten, die auf der Tentative List der UNESCO-Welterbestätten steht, zu zerstören. Mit der UNESCO und der jemenitischen Antikenbehörde leiteten wir aufgrund dieser Informationen erste Schritte zum Schutz dieses Kulturerbes ein. Die Baumaßnahmen wurden gestoppt und bislang lassen sich keine weiteren Veränderungen, zumindest per Diagnose, beobachten. Die Aufmerksamkeit, die dieser Vorfall hervorrief, kombiniert mit den anderen von uns in der Oase dokumentierten Zerstörungen, führte unter anderem zum Verschluss der jemenitischen Regierung, trotz der Krisen- und Kriegssituation mit dem Prozess der Nominierung Marebs als UNESCO-Welterbestätte zu beginnen. Die Außenstelle Sana, die bereits seit den 1970er Jahren in Mareb und Umgebung durchführt, ist in dem offiziell ernannten Komitee vertreten. Das Zeitmonitoring überwacht auch den Zustand besonders durch Raubgrabungen gefährdeter Fundplätze, die in Regionen liegen, die aus Sicherheitsgründen selbst für die Mitarbeiter der Antikenbehörde nicht zu betreten sind. So lassen sich, wie bei der altsüdarabischen Stadtanlage von Main in der nördlichen Provinz Al-Jowf, Raubgrabungen detailliert dokumentieren. Einerseits kann eine extreme Zunahme der Zerstörung seit Beginn des Krieges nachgewiesen werden. Andererseits zeigt sich aber auch, dass diese bereits vor mehr als 10 Jahren bedrohliche Ausmaße annahmen. Auch in dem katabanischen Fundplatz Maria Mar, im westlichen Wüstenrand gelegen, kann die zunehmende Zerstörung durch Raubgrabungen über das Monitoring mit den Raubgrabungen ist auch ein Anstieg der eindeutig aus diesem Fundplatz stammenden Raubobjekte, wie etwa verschiedener hochqualitätvoller Bronzeobjekte, zu verzeichnen. Auch diese Steinböcke stammen nicht aus archäologischen Grabungen, sondern wurden im illegalen Handel erworben, allerdings mit wie auch immer zu beurteilenden offiziellen Papieren, sodass ihr Weg trotz internationaler Proteste in Ausstellungen wie hier im Château de Fontainebleau oder anschließend auch in Tokio ihren Weg fand. Den illegalen Kulturgüterhandel und seine Wege besser aufzuzeigen und zu kontrollieren, wird der Ancient Yemen Digital Atlas mit einem entsprechenden Monitoring-Tool und einer Datenbank zum antiken Handel ergänzt. Über Aktionskataloge und Archive lassen sich die Handelswege sowie die in den Markt involvierten Akteure systematisch dokumentieren. Auch Häufungen von Antiken aus einer Region oder einem Fundplatz bieten wichtige Hinweise zu Raubgrabungen, die wiederum über das Zeitmonitoring überprüft werden. Wir stehen hier nicht nur im engen Austausch mit der jemenitischen Antikenbehörde, sondern auch verschiedenen Institutionen, wie dem Deutschen Bundeskriminalamt und Interpol. Der Ancient Yemen Digital Atlas verbindet also alle Kulturhaltmaßnahmen, die die Außenstelle Sana gemeinsam mit der Antikenbehörde durchführt und die ihr mittelfristig zur Verfügung stehen wird. Es ist ein Denkmalregister, ein Monitoring-Tool für Fundplätze und Antiken, darüber hinaus die Struktur dieses webbasierten, georeferenzierten Denkmalinformationssystems mit seinen unterschiedlichen, dafür programmierten Datenbanken lässt sich ohne weiteres auch auf andere Länder übertragen, um das Kulturerbe gerade in Konfliktregionen zu verwalten
und verschiedene Monitorprozesse durchzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, nach vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich habe einen Chat-Beitrag bekommen, in dem gefragt wird, ob man denn nicht virtuell auch klatschen könne. Das geht leider nicht, aber bitte nehmen Sie, genauso wie Frau Riedl vorher, diese Willensbekundung für die Tatsache. Also es würde gerne, glaube ich, eine große Menge von Leuten laut klatschen, um sich bei Ihnen dafür für diesen Vortrag zu bedanken. Dank, ich tue es auch. Und ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders, dass hier wirklich gezeigt wird, welche denkmalpflegerischen Ansätze inzwischen in der internationalen Archäologie Einzug gehalten haben. Eben genau das, was ICOMOS in seiner Grundtendenz auch befürwortet. Man sieht, dass Wissenschaft schon lange nicht mehr nur Wissenschaft für sich allein ist. Es ist auch auswärtige Politik, es ist auswärtige Kulturpolitik, es ist Denkmalerhalt und es ist natürlich auch wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Ich glaube, das hat sich hier an Ihrem Vortrag in ganz besonderer Weise gezeigt. Vielen herzlichen Dank und wie gesagt, virtuell geklatscht. Der nächste Vortrag, ich sage es nochmal bitte, wenn Sie Fragen haben, es haben sich schon etliche auch über den Chat gemeldet, bitte tun Sie das. Sofern die Vortragenden es gleich beantworten können, wird das gemacht. Für den Fall, dass es sich um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung handelt, würden wir das im Anschluss an die erste Sektion versuchen zu beantworten. Wir kommen zum nächsten Vortrag und ich darf Ihnen Frau Dima Dayoub ankündigen, die zur Dokumentation der Altstadt von Aleppo reden wird. Wir bleiben also, so traurig das ist, im Kriegsgebiet. Dima Dayoub ist Architektin und Stadtplanerin direkt aus Aleppo in Syrien. Sie arbeitete dort im Beratungsbüro für Wiederaufbauprojekte der Altstadt. In Deutschland schloss sie dann an der Universität Stuttgart ein Masterstudium ab, wobei ihre Masterarbeit die gesellschaftliche und räumliche Belastung Aleppos während des Bürgerkriegs behandelte. Im Anschluss meldete sie sich für einen PhD-Abschluss an der TU Berlin an. Zurzeit ist sie mit der Koordination mehrerer das Welterbe Aleppo betreffender Projekte am Museum für Islamische Kunst im Pergamon-Museum Berlin beschäftigt, wo sie auch das Aleppo Heritage Catalog Projekt betreut, über das sie im Anschluss jetzt referieren wird. Frau Dayoub, ich darf Sie um Ihr Referat bitten. Thank you very much. Hello everyone. Thank you very much. Thanks Dr. Winghardt for the introduction and for the invitation. Today I will present briefly to you the Museum for Islamic Art initiatives in Berlin that work on the documentation of the historic city of Aleppo. The different initiatives can somehow be bundled into three main projects according to the focus, the teams, and the funding. Under one core project, which is the archive, I, as a team member, am somehow involved in partially in all of them, as we all work together jointly and build on each other's work. What started as you may know, as a digitization initiative in 2013 in the face of the escalating war in Syria, when the Museum for Islamic Art and in Berlin and the German Archaeological Institute decided to take action and start a digital archive for collecting and safeguarding as much information as possible on Syria and its culture, its heritage. The archive is now running for its seventh year and acting as a rich data center for several initiatives that emerged and grew out of this archive, focusing on Aleppo with around 35,000 records of places and buildings in the city, mainly before the war. This material constitutes the basis and reference for any reconstruction or rebuilding efforts post-war. But quickly, like, why the focus on Aleppo, or why Aleppo? So for thousands of years, the city was a meeting point for many trade routes, such as the Silk Road, which formed the backbone of the city's economy up to now, which can still be clearly traced in the city's souks, khans, street network, the fortified gates, and its citadel.
Aleppo is still a living cultural heritage site, world site, where people live, work, practice their daily lives within this historic multi-layered urban fabric. The old city of Aleppo is now one of the most severely affected places in Syria because of the war, with the so-called Aleppo battle that took place between June 2012 and December 2016, so 4 years and a half of active battles and constant bombing. Destruction of ancient parts of Aleppo can be estimated as 14% of the city, the ancient old city. Is fully destroyed, 25% is partially destroyed, 35% is severely damaged, and 16% moderately damaged, and only 10% of the built environment remained unharmed or intact, but still it was vandalized. The first project that emerged from the archive in 2017, Aleppo Built Heritage Documentation, has been monitoring approximately around 80 buildings through in the old city through social media posts of activists posting about the status post like after in 2017, and also through the local community that we were partially directly in contact with. So after studying the damages, the team produced around reports of 30 buildings, which covers the typical damages of Aleppo historical building. And based on following and monitoring and collecting information and photos, the project developed a proper methodology for effective documentation and damage assessment for individual buildings. The project created also a template for rapid assessment building reports, and also produced guidelines with the restorer expert for rubble management and documentation based on specific cases in Aleppo. The results of that project also deemed necessary to talk about the history of those buildings, the background and the monuments. And hence came the catalog project, which is a documentation of selected monuments in the format of articles in an e-publication on Edit, which is Gerda Henkel's digital platform, publication platform, which also funds the project, the two projects, the catalog project and the Aleppo Built Heritage Documentation. This is just an example of how one article, how is it presented and what does it constitute. So written, the catalog is written by international authors, researchers that describe the architecture, history and importance of those places. We have been working on 32 monuments written by so far 12 authors. All to be published. Some of it is already published, like around 9 buildings out of the 32. All soon to be, all hopefully to be published by mid next year on, again, on Edit Gerdes Henkel publication, online publication platform. We also, just wanna, yeah, this is just another example. We also, we also are including in this catalog the local voices and the memories of the people or their users, the users of those places. And so they tell their relationship with the place, they also attachment, talk about it. So it's somehow part of including the intangible aspect in the documentation. The next step was to take this comprehensive approach, working on the urban scale and placing all these monuments within their context. With the support of the Foreign Office and joining Stunde Null program, which is coordinated by the German Archaeological Institute under the ArchHerdNet network, and using the museum's broad scientific network and expertise over the years on Aleppo, we started with a pilot project of post-conflict documentation.
of a historical neighborhood in Aleppo, working on the severely destroyed historical area of Swakt Ali in the Old City, analyzing the urban morphology for three periods of time in 1932, where we have the cadastral maps were produced, and 2011, we call it, which is the status before the war, and 2019, it's the status just after the battles. We also describe the history and architecture of 38 monuments. And this is somehow how these are pages of the publication. And we are also assessing the damage, the overall damage of the area. The extensive 350 pages publication is currently in its final editing process and soon to be released by the end of this month. Moving from monuments to houses. So in the same methodology, we moved to document the rest of, let's say, the urban fabric, the underrepresented heritage, the traditional houses. So Stunde Null project of 2020, this year, we are working on the archival material of Jean-Claude David to study the typological structure of traditional houses in El Jdeide Quarter. Also collecting the know-how on building materials, construction techniques and tools, categorizing damage patterns and suggesting levels of interventions and steps for a conservation plan. Just to conclude, with all the weight of the ongoing war in Syria and with all the sanctions imposed on Syria, the political, economical climate in the country, people are left on their own to survive, to rebuild their businesses, their lives and houses and safeguard their own heritage. And by documenting and disseminating the knowledge available here, whether through personal channels, so directly, or public online platforms such as the archives Facebook page and website with campaigns and regular shares, including the people in Aleppo in the discussion and communicating directly with them on their needs and how to help. This is somehow the threat, like this is the museum's alternative strategy, let's say, that tries to empower the local expertise and building bridges between Aleppo and the rest of the world. Our materials are available for everyone in these three links that you see below. And these are our online different platforms, and some already are published and others in process and in preparation. Thank you. Yeah, hello Dima, I thank you very much for that fascinating and also I think very optimistic lecture, seeing all this devastation in the city of Aleppo. I think it needs optimism to start all that programs you lined out, really. So we all hope that it will go on in that way as you hope to. So I have a question to you from the public. That means values conserve preservation. Can adaption solution to protect CH sacrifice as the heritage values or affected the authenticity of the sites? Will you perhaps answer this question? Well, I mean, I don't think we are in the process of, like, we're not even in the process of working on adaptation measures right now. It's a really long, extensive discussion. What we are trying to do at this moment, even what we are allowed to do at this point, is just working on documentation because of the archives work. We have really a big or a rich, let's say, data that records or register the status of the city before the war. So, and this is really forms a basis, at least for the discussion and for adaptation measures, let's say. So we are on, I would say, on that level.
of the discussion yet. And there is a second one. I think that is a question going to e-commerce. Is there any contact cooperation between the DIE Aleppo activities and the e-commerce working group on the safeguarding of cultural heritage in Syria and Iraq, especially with Amir Abdullah? So I cannot answer that all of that, but I just can tell you that the e-commerce Germany is member of the Archaeological Heritage Network, which works a lot on the Syria and Aleppo problematicity. If you mean the ICAM, the International Council of Heritage Management, I think that would be perhaps a question which is to be answered by Sebastian Sommer. I have to say I have no idea about that. I'm sorry. Okay, so we try to answer this question and go now we und machen jetzt einen ganz ganz großen Sprung aus dem vorderen Orient und aus den vom Krieg bedrohten Gebieten in den Norden, und zwar einen ganz friedlichen Norden, und wenden uns nun einem wikingischen Denkmal zu, nämlich Heiterbu und dem Danewerk als UNESCO-Weltkulturerbe. Referieren wird Klaus von Karnap-Bornheim, den ich kurz vorstellen darf. Klaus von Karnap-Bornheim hat von Frühgeschichte, klassische Archäologie, Ägyptologie und Anthropologie an der Universität Marburg studiert. 1990 hat er dort promoviert und 1997 sich habilitiert. Seit 1999 ist er Direktor des Archäologischen Landesmuseums in Schleswig und ordentlicher Professor am Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Kiel. 2004 bis 2017 war er Leiter des Archäologischen Landesmuseums Schleswig-Holstein. 2008 Gründungsdirektor des Zentrums für baltische und skandinavische Archäologie im Archäologischen Landesmuseum Schleswig. Seit Juni 2009 ist er leitender Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen in Schloss Gottorf. Lieber Herr Karnap, ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns hier diesen Vortrag zu halten, und darf Sie nun ums Wort bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute diesen Vortrag halten darf. Ups, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich. So, hoffentlich klappt es jetzt. Ich habe hier keine Rückmeldung. Ja, ich freue mich, Ihnen heute ein kleines Statement und einen kleinen Entwicklungsbericht zu geben von dem, was hier in Danewerk und Heiterbu mit unserem UNESCO-Welterbe-Projekt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Herr Winghardt, Sie haben es schon gesagt, der Kontrast könnte ja kaum stärker sein mit den Vorträgen, die wir von den Kolleginnen gerade gehört haben, über das, was im Sudan, im Jemen und in Syrien vorgeht. Also wir kommen hier in so eine kleine heile Welt jetzt, und wir beschäftigen uns hier natürlich mit ganz anderen Aufgaben, die man jetzt vor dem Hintergrund der Vorträge, die wir gerade gehört haben, noch nicht mal als Herausforderungen bezeichnen möchte, sondern vielleicht sogar als Luxusprobleme. Ja, 2018 in Bahrain ist ein langjähriger Prozess zu einem sehr erfolgreichen und für uns alle hier in der Region und alle Beteiligten ganz motivierenden Ende gekommen, nämlich die Eintragung von Danewerk und Heiterbu in die UNESCO-Welterbeliste. Der berühmte Satz, der hier von der Sitzungsleiterin gesprochen wurde, war: I therefore declare draft decision 42-8B-29 adopted. Das ist natürlich eigentlich erstmal ein relativ kurzer Satz, der kaum klar macht, was alles hinter dem steht, was zu dieser Eintragung geführt hat.
Auf der anderen Seite möchte ich mit meinem kleinen Beitrag und dem Statement, das ich hier abgeben möchte, mal auf den Weg hinweisen, den wir hier in den letzten 2 Jahren gegangen sind und vor allen Dingen die Frage erörtern, wie wir uns hier in der Region verankert haben und wie die Dinge hier aufgenommen worden sind. Hier die Karte der Welterbestätten in der Bundesrepublik. Der Stand ist hier 2018 und Sie sehen hier oben unter der Nummer 43 die Eintragung archäologischer Grenzkomplex Heiterbu und Danneberg zusammen mit dem Naturerbe Wattenmeer hier unter 34 und der relativ frühen Eintragung von Lübeck auf der Welterbeliste haben wir also hier in Schleswig-Holstein 3 Eintragungen auf der Liste. Das, was Danneberg und Heiterbu ausmacht, ist ein ziemlich umfangreiches Denkmal mit von relativ großer Ausdehnung, zumindest im Vergleich der Bundesrepublik. Es handelt sich um einen Waldzug, der sich hier über die Schleswiger Landenge erstreckt in einer Gesamtlänge von ca. 28 Kilometern und den Siedlungskomplex Heiterbu hier im Halbkreiswall. Das ist dieses schöne Denkmal. Wie gesagt, das ist die kleine heile Welt, in der wir uns hier bewegen. Sie sehen dazu dann auf der rechten Seite Teile der Waldzüge von Danneberg. Das Foto macht auf der linken Seite von Heiterbu, denke ich, macht ganz gut klar, dass wir uns hier in einem ländlichen Umfeld bewegen, in dem solche Fragestellungen wie Windenergie oder der Druck durch Landwirtschaft oder Kiesabbau von erheblicher Bedeutung ist. Das alles wird vom Welterbebüro des Archäologischen Landesamtes im Site-Management bearbeitet und gemanagt. Herr Maluk und Herr Weltecke sind da die verantwortlichen Kollegen, die das übernommen haben. Ich möchte aber zu der Frage kommen, wie wird das Welterbe und wie gehen wir mit dem Welterbe jetzt eigentlich hier in der Region um? Es ist klar, dass mit der Nominierung und mit der Eintragung bestimmte Erwartungen von ganz unterschiedlichen Stakeholdern auf so ein Welterbe eingetragen werden und den Interessenausgleich, aber auch die Frage, welche Erwartungen erfüllbar sind und welche nicht. Das alles muss Teil einer Strategie sein, aber auch von Arbeits- und Entscheidungsabläufen, die am Ende auch zur positiven Verankerung eines solchen Welterbes in der Region führen müssen. Sie sehen hier ein Bild, was man heute ja nicht mehr so richtig generieren kann. Noch im Februar diesen Jahres haben wir so eine Regionalkonferenz durchgeführt und uns mit entsprechenden Fragen beschäftigt. Ausgangspunkt bleibt und ist der Managementplan, der hier in der Region zusammen oder unter Federführung des Welterbebüros entwickelt worden ist. Er soll natürlich die Fragen, die hier unmittelbar zu bearbeiten sind, zukunftsweisend und nachhaltig erfassen. Aber es gibt eben auch das große Handlungsfeld, wie die regionale Entwicklung und die Tourismusentwicklung in dieses Welterbeprojekt integriert werden können. Also wo wollen wir hin? Wir müssen eine Vision entwickeln. Wir brauchen strategische Ziele, Teilziele und Maßnahmen. Und ich möchte kurz darstellen, wie wir vorgegangen sind. Das, was hier in der Region eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, ist eben die Frage, wie können wir aus dem engeren Bereich des Welterbes mit Kernzone und Pufferzone herauskommen und sozusagen die Region in ein System der Teilhabe zu bringen. Das soll einerseits natürlich in Richtung Wertschöpfung gehen, auf der anderen Seite aber auch den ganz wichtigen Aspekt beinhalten, dass wir zu einer positiven Identifikation mit dem kulturellen Erbe und auch so zu nachhaltigen Grundverständnis kommen. Das
was wir getan haben. Und Sie sehen hier einzelne Stakeholder, ist eben in einzelnen Statements ihre Vorstellung von der Vision, von einer Vision einer solchen Welterbe-Region zu entwickeln. Oben rechts sehen Sie Herrn Maluk aus der vom Welterbebüro, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, die aus den Kollegen, die aus den Gemeinden kommen oder den Naturschutz vertreten. Dabei rausgekommen ist eine solche Vision, die wir hier gar nicht im Einzelnen durchgehen wollen, aber es spielt eben da eine wichtige Rolle, dass wir uns hier in der Grenzregion auch mit einer Verantwortung in der Jetztzeit befassen, nämlich das deutsch-dänische Zusammenleben und die Fragen, wie die historischen Kultur- und Naturlandschaften erhalten werden können, aber auch wie der Lebensraum und die Perspektiven entwickelt werden können. Daraus sind unterschiedliche strategische Ziele entwickelt worden, wie die Freiraum-, Orts- und Stadtentwicklung, hier etwa der Natur- und Kulturtourismus, Bildungs- und Erlebnislandschaften, aber auch regionale Wertschöpfungsketten. Wie kann sowas entwickelt werden? Auch hier sind in diesem Prozess unterschiedliche Ziele entwickelt worden mit der Perspektive, das bis 2030 weiterzuentwickeln. Wichtig ist natürlich die Frage, wie das alles auch zu priorisieren ist. Wie können wir diese Ziele sortieren? Und am Ende entsteht eine solche Matrix. Auch das wollen wir gar nicht im Detail durchgehen. Ich glaube, das würde zu weit führen. Wichtig ist aber, dass das ein komplexer Verständigungsprozess ist darüber, was getan werden soll und der eben genau in diesem Ausgleich der unterschiedlichen Interessen, Aufgaben, Verpflichtungen, aber auch Erwartungen sich konstituiert. Am Ende sind das unsere Teilziele, die mit der Aufenthaltsqualität, mit der Erreichbarkeit, mit Fördermitteln, natürlich auch mit solchen Fragen wie der Kommunikation untereinander zu tun haben. Hier 100 Beteiligungstreffen sollen durchgeführt werden. Wir wollen die Besucherzahlen in der Nebensaison entwickeln, aber auf der anderen Seite eben auch für die Entwicklung des Welterbes Fördermittel einwerben. Alles das sind diese Ziele. Und wir sind da in der Umsetzung, und das sehen Sie hier zusammengefasst in einzelnen Bereichen. Es gibt noch Lücken, in denen wenig passiert ist, andere Maßnahmen und Projekte, die in den letzten 8 Monaten wirklich sehr, sehr erfreuliche Entwicklung genommen haben und auch wirklich die Dinge vorangetrieben haben. Dazu gehört natürlich ein Marketingkonzept, in dem die verschiedenen Welterbestätten auf digitalen oder so analogen Medien wie Kaffeetassen natürlich dargestellt werden müssen, Wanderkarten, Fahrradwege, alle diese Dinge. Aber nochmal, wir verstehen das hier nicht losgelöst von Einzelinteressen, sondern innerhalb dieses großen strategischen Konzeptes oder dieses strategischen Konzeptes, das hier in der Region im Konsens entwickelt worden ist. Was kommt dann für die einzelnen Beteiligten dabei raus? Ein besonders schönes und wertvolles Projekt basierend auf einem internationalen Architektenwettbewerb ist diese Frage der Freiraumgestaltung am Welterbe selber. Immerhin ist das Welterbe insgesamt eben erstreckt sich über viele Gemeinden mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, aber solche Dinge wie so ein Freiraumkonzept stellt auch einen echten qualitativen Sprung dar und gibt uns viele Möglichkeiten, finanziell tätig werden zu können. Ein besonderer Effekt, ein besonderer Erfolg, der auch die Zukunft des Denkmals bestimmen wird, eigentlich immer ein Traum in den langen Jahren gewesen,
ist die Frage, wie wir mit der Flurbereinigung umgehen. Das ist ja ein Prozess, der sich über Jahrzehnte erstrecken kann. Auch hier ist ein Durchbruch gelungen. Die Maßnahme ist in Gang gesetzt und wird sicherlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine ganz, ganz wesentliche Verbesserung der Qualität und des Zeitmanagements, vor allen Dingen des Dannewerks, bringen. Ja, und zum Abschluss geht es natürlich um die museale Präsentation, die angepasst werden muss. Das passiert in den beiden zentralen Museen des Welterbes. Da werden sicherlich auch weitere Schritte in Zukunft nötig sein, um hier die Vermittlungsebene auch aktiv nach außen zu tragen. Wir hoffen da in den nächsten Monaten schon richtig weiterzukommen. Und alles steht natürlich unter der Frage, wie sich die Museen unter den Bedingungen im Moment weiterentwickeln können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es geklappt hat. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir haben jetzt noch genügend Zeit für Diskussionen. Also Herr Sommer hat die Hand gehoben. Sebastian, wenn du vielleicht einsteigen möchtest. Ja. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Frau Riedl bezüglich Monroe. Ich war sehr beeindruckt und auch schockiert gleichermaßen von diesen extremen Schäden, die Sie da mit dem einen Bild gezeigt haben, durch die Sandverwehungen an den Kanten von dem Monument. Ich schließe daraus A, dass diese Pyramiden, weil die ja doch zum Teil sehr scharfe Kanten noch zeigen, wohl schon sehr früh von Sand zugewegt gewesen sein müssten. Nein, dann spare ich mir fast meine zweite Frage, warum lässt man sie nicht weiter wieder zuwehen? Die Pyramiden waren immer sichtbar und ich hatte das in dem einen historischen Foto, war das ganz gut zu sehen, dass es ursprünglich gar keine Sandanwehung an den Pyramiden gab. Erst seit den 60er Jahren, also 1960er Jahren, begann diese Sandanwehung und diese Anwehung von Dünen. Das ist also ein sehr neuer Prozess. Und wenn wir dafür sind natürlich jetzt Archive wieder sehr gut und die Digitalisierung der Archive. Wenn wir die alten Aufnahmen von Herrn Hinkel aus den 60ern zum Beispiel vergleichen mit heute, das sind genau diese Unterschiede, die wir jetzt sehen. Und auch Herr Hinkel konnte damals schon beobachten, wie sich immer mehr Sanddünen anwehten. Warum müssen wir jetzt da etwas unternehmen? Also einmal, es gab immer durch die ganze Geschichte hindurch im Sudan Anwehung. Das zeigt sich an den Grabungen. Die waren aber immer temporär und haben nie so doll geschadet. Die Pyramiden selbst bestehen aus einem ganz weichen Sandstein, der eine schwarze Patina bildet und damit eine härtere Oberfläche bekommt. Und diese härtere Oberfläche finden wir noch bis eben heute an den unversehrten Stellen. Und in den 60er Jahren waren noch nahezu alle Bereiche der Pyramiden mit dieser harten Patina überzogen. Das heißt im Prinzip, dass wir 2000 Jahre alte Monumente haben, die immer den Sand kurzzeitig überstanden haben. Und erst seit den 1960er Jahren haben wir diese extremen Sandanwehungen, die immer stärker werden. Wir haben aber auch im Areal von den Pyramiden eigentlich sozusagen den Sommer- und den Winterwind. Das heißt, einmal kommen die Sandanwehungen vom Süden und das nächste Mal vom Norden und wehen sozusagen immer schön hin und her, sodass wir die Kapellen und gefährdete Sachen eigentlich nicht einwehen lassen können, weil es wie ein Sandstrahlgebläse immer die Wand hochgeht und wieder runtergeht, die Wand hochgeht und wieder runtergeht. Und ich habe das jetzt nicht vertiefend berichtet, aber wir haben natürlich ein Konzept entwickelt, was wir jetzt machen können. Wir schützen Bereiche, die wir irgendwie schützen können. Wir decken Sachen ab. Wir schließen Türen, damit der Sand nicht in alle Kapellen hineinweht und auch noch die inneren Bereiche großflächig stört. Bereits Herr Hinkel hat Kapellen wieder aufgebaut und damit Sachen geschlossen, um sie zu schützen.
Wir experimentieren Tieren oder versuchen gerade seit mehreren Jahren mit einer neuen Art von künstlichen Patina, um den, die Zerstörung aufzuhalten. Und langfristig, da sind wir jetzt auch schon ganz stark dabei, planen wir im Norden und im Süden die Wadis zu, wieder zu begrünen, um den Sand aufzuhalten. Die Brunnen sind schon gebohrt, erste Tests sind so gerade am Laufen und hoffentlich in den nächsten Jahren schaffen wir es mit Setzlingen und Bewässerungsanlagen im Prinzip im Norden und Süden wirklich einen Greenbelt zu schaffen, der die Sandanwehung dann wirklich aus dem Areal raushält. Abgesehen davon, dass wir ganz klar sagen müssen, wir machen wirklich jedes Jahr ganz viel Sandberäumung, um den Sand herauszutragen. Und mein Kollege hat jetzt gerade zum Beispiel gesagt, dass er jetzt gerade mit der Covid-19-Pandemie sieht, was wir da überhaupt geleistet haben in den letzten Jahren, weil durch diesen Sommer konnte ihm nichts passieren und er sieht jetzt, dass wieder alles zu ist und dass wie wertvoll so ein regelmäßiges Zeitmanagement ist. Weil jetzt muss er wieder von vorne anfangen. Danke. Ich will nur Frau Gerlach vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass das Problem des illegalen Kunsthandels, das Sie ja auch angesprochen haben, dass wir das wird das Herr Michael Müller-Karpe behandeln. Denn das ist ja nun ein Thema, das nicht nur den Jemen, sondern das also insbesondere den gesamten Vorderen Orient und natürlich auch alle anderen Gebiete auf der ganzen Welt, wo es Archäologie gibt, betrifft. Und ich fand das also immerhin schon sehr interessant und ich muss sagen, auch ermutigend, dass neulich die Staatsministerin Grütters tatsächlich, also selbst im Fernsehen gesagt hat, dass in dieser Beziehung eventuell auch das entsprechende Gesetz nachgebessert werden sollte, was also ein langes und altes Anliegen aller Archäologen ist. Also das ist zumindest etwas, ist hier in Bewegung gekommen. Das hat mich also sehr gefreut. Gut, Sebastian Sommer hat, glaube ich, nochmal die Hand gehoben. Stimmt das? Das wäre richtig, wenn ich noch eine Frage stellen darf. Ich weiß nicht, ob schon Mittagspause ist oder. Nein, wir haben noch absolut genügend Zeit. Also ich will auch niemand anderes wegdrängen. Ich habe mich bei den Vorträgen zu Aleppo und zu Jemen gefragt, wie denn das in der Region, in der Bevölkerung aufgenommen wird. Ich meine, im Grunde ist es ja, was Sie da, die Kolleginnen und Kollegen betreiben, ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Man baut irgendwas auf oder dokumentiert irgendwas und ein paar Tage drauf oder Wochen oder Monate drauf ist alles schon wieder kaputt und zerstört. Wird man da von der Bevölkerung belächelt oder sagen die, wir haben andere Sorgen als jetzt da irgendwie uns um Kulturerbe zu kümmern? Wie ist da das Verhältnis dazu in dieser frustrierenden Situation? Ja, vielleicht antworte ich da erstmal für den Jemen. Wir bauen ja zurzeit nichts auf. Das können wir persönlich ja nicht tun. Und auch die jemenitischen Kolleginnen und Kollegen, die sich zwar um den Erhalt der Monumente bemühen, soweit das eben die Sicherheitslage vor Ort zulässt, sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass man Beschäftigungsförderung betreibt. Also wenn ich jetzt allein an unser Projekt denke im Nationalmuseum in Sanaa, da sind jetzt schon über Monate, jetzt unterbrochen durch die Pandemie, aber zuvor über Monate beispielsweise 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der antiken Behörde über Bezahlung beschäftigt. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass es eben 3 Jahre und länger dort auch gar keine Gehälter bezahlt werden. Das heißt, die kommen ehrenamtlich, haben noch irgendwelche Taxijobs und andere Sachen, aber sie können eigentlich auch gar nicht mehr so agieren, weil sie ja sehen müssen, wie das Geld eben auch reinkommt. Und dadurch können sie sowohl beitragen für den Kulturerhalt in diesen Museen. Das ist natürlich von der antiken Behörde sehr, sehr gewünscht und können zusätzlich auch noch ein Einkommen generieren. Wie immer schon im Jemen sind, sagen wir mal, mehr autonome Gebiete, gerade im Norden des Jemen, da kommt man nicht hin, da kam die antiken Behörde bis auch nicht hin. Ich hatte das eine Beispiel gezeigt, wo auch schon 2003 es zu massiven Raubgrabungen kam. Dort ist natürlich das Verständnis, wenn man dort vor Ort jetzt wäre und das stoppen würde, gleich null, nicht? Also man würde da wahrscheinlich auch mit massivem Widerstand rechnen müssen.
Und man kann natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass man selbstverständlich dort eben mit diesen, also nicht selbstverständlich, sondern dass dort mit diesen Raubgrabungen auch Einkommen für die Familie generiert. Dass wir das natürlich nicht tolerieren können, ist was anderes, aber das zu stoppen wäre natürlich auch nicht in unserer Hand und auch nicht uns wohl auch sehr, sehr schwierig von jemenitischer Seite. Und zu den Baumaßnahmen vielleicht, Frau Dayoub, können Sie da eher was sagen zu der Frage zu Aleppo? Ja, yeah. So I mean also in regards for when it comes to Aleppo's case, I mean, since I'm personally from Aleppo, I'm really closely watching and following the reaction of the local community. I'm in constant touch, whether online on our platforms or whether through my personal contacts. And I find a really big interest in what's going on in all efforts from all organizations, from local, from international. People are asking for help. People need help. And they clearly state it in their reactions with us or engagement online in groups in which I am part of. And from I noticed from the minute or from the day the Aleppo, the old city Aleppo was at least open again for people who want to visit, immediately the Aleppian community went directly to the city holding cameras and just filming, documenting, and posting online, like starting from the first day of 2017, where battles stopped within the old city, you would see a wave of people who are very much interested in reconnecting with their city again and seeing what happened. And so I think any initiatives, any efforts that would support them in any way, would interest all of them, of course. I mean, they all hope that like the GTZ was before in Aleppo, and they were funding projects, they were helping, there were a lot of development programs in the old city and other organizations. Talking, when you talk to people in Aleppo, you would see they really hope for this to come back. But of course, due to the current political situation right now, this is not possible, but I really hope this will happen where we can do like in the Yemen's case where, yeah, we can secure some livelihoods for some people. And then, yeah, this is very important. And to do some reconstruction work, but that's, yeah, in the very, yeah, far future. May I have a question to you, Dima, too? Of course, everyone can imagine that just to create the possibility of living in this destroyed city is the most important thing. Of course, it's much better if the houses are reconstructed instead of being just thrown away for new buildings. But my question is, if you reconstruct, if you build again these houses, will this be in fact concrete houses with an ancient facade, or will this be morally widely houses and tenants which fit to the former materials, which fit to the soul of the construction, I think. Well, here's the thing. That's the important discussion here, because that's where comes the documentation, all these documentation efforts, mm-hmm. where they come in place. Because, of course, when people want to rebuild and want to rebuild fast, so they would go with the cheapest options. They would go with whatever they can do. Ad hoc solutions and all these things, but also we have to, like, when we are talking about the context of the old city of Aleppo, which is a World Heritage Site, there are some guidelines that they need to follow, and there is the specificity of Aleppo's architecture with the stone architecture. So you would notice now during the all of these years of the war, there is a loss of the know-how, all these traditional techniques, all of the masons, builders, they either are displaced, left the country,
or you wouldn't see like now young age builders working as much. You would go and whatever workshops you would see there, it will be masons or builders above 50 years old and nobody's following. This was an inherited practice and it's no longer the case. So it's very, very important right now to really document all these traditional techniques to follow on what's going on and how they are adapting when a price of a certain material is too expensive. What are they doing to recompensate or to overcome this struggle, for example? And there are some practices, not necessarily a good example, but maybe worth considering at this time being or could be adjusted and improved later on at a later stage. Yeah, I mean, this is my own, my observation when I go to Syria and I see the situation and how it's going. And yeah, so there will be proper rebuilding, I would say, but the community really needs a huge support from. And like all this expertise and knowledge needs to be spread as much as possible, shared publicly, freely, so people can, so then let's say the normal people, what I mean by that, the non so expert or not so experienced in that can really read it easily and understand it and hopefully try to implement it. Okay, thank you very much. I think this is a problem which is also, which can also be deferred to Sana'a and the rebuilding of the clay architecture. I think there will be also a great loss of, huge loss of expertise. And I think that will be in all the conflict regions over the Middle East. Ja, Eran Mordohovic hat die Hand gehoben. Okay, it's a question for Alexandra and Iris regarding the inventory. I think you mentioned in the two countries some inventory you're doing, right, Alexandra? I was right, yes. So I would like to understand a little bit the share of the local government authority, because right now, I suppose the know-how of those inventories and technology come from you. And what is the role of the local people in this building up of this inventory and how they will be handed over and they will run it further? In the Sudan, it is very nice, a good cooperation because it started with the digitalization of the Hinkel archive. And every around like up to 10,000 sites were registered in a kind of gazetteer. And the next step was basically that Sudan, the responsible person of the Sudan Antiquity Service, Sami El Amin, came to Germany and looked how we could basically build up a registry together. And the decision was basically to take IDAI Field as a basis, which is a documentation tool run by the DAE. And together with Sami and his colleagues, it was decided which kind of information they really want to register and what is really essential for them. So they basically, together with the IT in Germany, did build up their own register. And at the end, into this register, all the data from the Hinkel archive was included, and altogether this data and the hardware and the software was basically given to ENCAM to be filled basically with further information. And that is what we do now. It's the next step. Basically, now we come with the data from MERUE and try to fill in the MERUE data into this existing heritage registry. And probably, of course, there will always still be discussions with the Sudanese colleagues if we could change a little bit or if you have to add some information. But all in all, it is a very, very good cooperation to bring this registry forward and to evolve it. Auch hier ist es so bei uns, also ich habe das jetzt zum Ausdruck gebracht, dass sehr, sehr viele
Daten natürlich einmal aus dem Archiv der Außenstelle SANA kommen. Das ist sozusagen der eine Part. Der andere Part ist, dass die Antikenbehörde im Jemen vor Ort gesammelte Daten zur Verfügung stellt. Das ist einmal die Inventarlisten aus den Museen, die da einfließen, und auf der anderen Seite auch Fotos. Also ich hatte vorhin vielleicht nicht so sehr zum Ausdruck gebracht, wie sehr die Jemeniten auf ihr kulturelles Erbe stolz sind und wie sehr sie das entsetzt, was mit ihrem kulturellen Erbe passiert. Und entsprechend viele Fotos werden uns zugesandt. Auch so etwas fließt in diesen Digital Atlas ein, wird in diesen verschiedenen Datenbanken genauso mit IDAI Field, also in diesem Paket, was wir zum Glück hier am DAI von dieser IDAI World haben, also eingespeist und wird dann auch ins Arabische übersetzt und wird mittelfristig auch allen im Jemen, den Verantwortlichen, zur Verfügung gestellt. Etwas anders und sensibler sind Daten aus dem antiken Handel. Das können Sie sich vorstellen. Wir können auch nicht gleich alle Koordinaten ins Netz stellen. Also wir haben eine Auswahl von Koordinaten, die auch in unser IDAI Field Gazetteer eingespeist werden, für jeden sichtbar sind. Aber auf der anderen Seite würden wir jeden Fundplatz mit Koordinaten dort einstellen und möglicherweise auch noch die wunderbaren Objekte, die von diesem Fundplatz kommen, dann könnte man damit rechnen, dass die Ausgrabungen auch gesteigert sind. Also wir müssen da sozusagen eine Gratwanderung machen von Dingen, die wir wirklich alle gemeinsam nutzen, und Dingen, die freigestellt werden und da eine Hierarchie bilden. Aber auch hier ist jeder einzelne Schritt, sprechen wir mit den jemenitischen Kollegen, Kolleginnen ab. Also das geht Hand in Hand. Also das würde anders ja auch gar nicht funktionieren. Ja, was man noch vielleicht ergänzen kann, ist auch, dass wenn wir uns an solche Schadenskartierungen machen oder eben gemeinsam diskutieren innerhalb dieses Atlases, was kann zukünftig dort einfließen. Wir haben es in der Regel eben, anders als in Aleppo, ja nicht mit bewohnten Städten zu tun, sondern mit Ruinen. Ja, die können natürlich jetzt erstmal so ruhen. Ne? Wir kommen da ja auch gar nicht hin. Die Jemeniten selbst kommen gar nicht dorthin häufig. Wir können also sozusagen nur über Ferndiagnose sagen, stoppen das oder bitte berührt es nicht oder führt weitere Restaurierungsarbeiten dort aus. Aber also eine richtige Plan zur Wiederreaktivierung auch dieser Ruinen, das ist sozusagen noch in weiter Ferne und wird sehr, sehr wichtig sein, weil wie Sie alle wissen, ist Tourismus, ist der Kulturtourismus im Jemen, war und wird hoffentlich irgendwann auch wieder sein, eine der Einnahmequellen, die der Jemen überhaupt nur hat. Danke für die Antworten. Ja, dann sage ich zumindest mal, eines noch dazwischen, es gibt im Chat gibt's also eine ganze Menge von Wortmeldungen, die sich bei Ihnen allen, bei den Referenten bedanken wollen. Ich lese jetzt mal eine nur stellvertretend für alle vor. Danke sehr an alle Referentinnen und Referenten sowie an die Diskussionsteilnehmer. Das war sehr gelungen und gibt zu den schönsten Hoffnungen Anlass für Präsenztreffen in besseren Zeiten. Ich denke, das ist ungefähr. Das kommt in ganz vielen von diesen Meldungen, und dem kann ich mich eigentlich tatsächlich nur anschließen und mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, es hat also doch noch eine Frau Winkels hat die Hand gehoben. Ich habe eine Frage an die Alexandra Riedel. Und zwar würde mich das mal interessieren, die Umsetzung der praktischen Konservierungsarbeiten eben an den Denkmälern in Meroe, wie da Ihre Erfahrungen sind, wie viel Zeit Sie da vor Ort in Ihren jährlichen Kampagnen haben, um eben die Kollegen zu schulen in Konservierungstechniken und wie da die Erfahrungswerte sind, wie da die Umsetzungen funktionieren, wenn es eben halt im Land selbst keine entsprechenden Studiengänge oder Weiterbildungsmöglichkeiten eben gibt. Ja, ich bin da wieder gar nicht so extrem jetzt drauf eingegangen, weil die Zeit auch zu kurz war. Ja, natürlich. Wir haben Kampagnen im Prinzip von Oktober bis März. Das ist so die Zeit, in der man ganz gut vor Ort arbeiten kann. Und meistens ist es so, dass wir
uns abwechseln mit den verschiedenen Projekten, sodass wir die Restauratorinnen und Restauratoren, es gibt nicht allzu viele, die am antiken Dienst angestellt sind und schon ausgebildet sind, dann versuchen auch in der Zeit komplett in Meroe zu behalten und dort auch in unsere Projekte eben entsprechend einzubinden, sodass wir vom antiken Dienst sozusagen eine kleinere Gruppe sich immer auf die einzelnen Orte auch spezialisiert. Ja. So im Moment haben wir meine Kollegin Umayma Hasbel-Rasul und auch Herrn Mustafa Al-Sharif, die regelmäßig kommen. Und beide, oder besser gesagt, vor allen Dingen Herr Sharif, hat auch lange in Polen gearbeitet und sich weitergebildet im Bereich Konservierung. Und ansonsten sind die zwei eben wirklich meist die gesamten Kampagnen im Prinzip mit Meroe bei den verschiedenen Projekten involviert, beim Rollbars-Projekt auch mal in Hamadab dabei und eben jetzt viel bei den Pyramiden, sind in den ganzen Einzelmaßnahmen drin. Und zum Beispiel jetzt bei den Pyramiden für die Einzelmaßnahmen machen wir es so, dass wir dann eben ganz oft verschiedene Teams von Restauratoren aus Deutschland mitbringen. Zwei Teams, die sich auf die Restaurierung der Pyramidenkapellen der Reliefs konzentrieren. Eine Firma, die sich vor allen Dingen auf die Steinkonservierung, Ab- und Wiederaufbau einer Kapelle, aber auch größere Steinaustausch spezialisiert hat. Und in diesen Bereichen werden dann entsprechend die Restauratoren involviert, aber auch zunehmend technische Mitarbeiter des antiken Dienstes. Also sensibilisierte Maurer, sage ich jetzt mal, Putzer. Und durch die Jahre hindurch stellt sich immer besser hinaus, welche von den Mitarbeitern sich für welche Aufgaben und für welche Bereiche wirklich sehr gut eignen, dort gern mitmachen. Wir haben inzwischen jetzt auch schon Leute aus dem Dorf involviert, die in die Kurse mit hineinkommen, zu Anfang einfach mit Sand gesiebt haben und beim Vorbereiten des Mörtels mitgeholfen haben. Inzwischen machen sie jetzt auch mit, wurden auch getrainiert und können jetzt sozusagen hoffentlich, können wir dadurch in den nächsten Jahren wirklich wie eine kleine Restaurierungsbauhütte aufbauen mit den lokalen Arbeitern vor Ort, die dann auch Hilfsarbeiten machen und dann sich immer weiter auch spezialisieren können, bis hin eben bis zu den Betreuungen der eigentlichen Restauratorinnen und Restauratoren vom antiken Dienst. Und zum Thema nochmal, dass der Sudan natürlich keine Ausbildung direkt hat. Also das wird im Moment eben wirklich so gemacht, dass der Antikendienst Restauratoren ins Ausland schickt für Studienkurse oder dass eben die Leute vom Antikendienst in den Projekten beteiligt sind, dort Fortbildung erfahren und durch die Mitarbeit im Prinzip sich qualifizieren. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr tolles Beispiel und also finde ich toll, dass Sie dann eben langfristig auch mit denselben Leuten arbeiten können. Das ist ja nicht immer gegeben bei vielen Projekten. Fand ich sehr faszinierend. Vielen Dank. Gerne. Ja, nachdem jetzt wohl auch keine weiteren Wortmeldungen mehr da sind, es waren ja immerhin auch schon eine ganze Menge, das ist ja ganz wunderbar, darf ich mich auch nochmal persönlich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Es war wirklich ein sehr, sehr anregender, sehr interessanter Vormittag. Auch bei den Grußworten bei Frau Fless für die Einführung. Es war wirklich, ich glaube, es ist abgesehen von dem einen kleinen Absturz ganz wunderbar gelaufen. Also ich bedanke mich und auch bei allen Zuhörern und darf Sie bitten, um 14 Uhr, wenn Sie Lust haben, wieder hier zu sein. Dann gehen wir in die zweite Sektion, Bewahrung und Vermittlung, Schutz und Management archäologischer Welterbestätten. Das wird dann der Kollege Klaus Wolf moderieren. Ich bedanke mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen eine schöne Mittagszeit. Guten Appetit. Danke.